Ja, hallo bei Fidelity in Relling. Hajo, Demi bei mir. Ihr kennt die Crew, die Vergleicher sozusagen. Wir haben heute was ganz, ganz Besonderes für euch vorbereitet. Für mich auch was ganz Besonderes, weil es auch sehr um Design geht heute. Wir haben uns mal Cabas eingeladen und zwar haben wir uns mal die neuen Kugeln von denen eingeladen, die passiven. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, wir wollen diese passiven Lautsprecher laufen lassen über den Pearl Sub, aktiver Subwoofer, der die Möglichkeit hat, passive Lautsprecher mit aufzunehmen, Pärchen, um dann eben den Bass, den nötigen Bass eben in den Raum zu bringen. Und ihr wisst, Bass ist ja nicht, oder ein Subwoofer ist nicht immer nur Bass, sondern ein Subwoofer ist auch Räumlichkeit. Und das werden wir auch jetzt mal feststellen gleich, wie das Ganze ist. Was haben wir denn heute da? Wir haben heute da die Cabas IO 3, das ist der ganz kleine, die ganz kleine Kugel. So wie ihr seht, mit Stativ, Lukas hat das sicherlich gleich im Bild, kostet sie praktisch mit Stativ 998 Euro. Ohne Stativ würde sie bei 600 Euro liegen. Denn ist mitgeliefert, müsst ihr euch vorstellen, weil es ja eine Kugel ist. Die ist natürlich, die ist ja nicht irgendwo hinstellbar. Hat hier so einen kleinen Fuß, damit man sie eben hinstellen kann. Also 600 Euro ohne Stativ, 1000 Euro mit Stativ. Wir runden das jetzt einmal auf. Und zwar pro Stück. Dann haben wir die Grand Riga 2 am Start, das ist die nächstgrößere Lautsprecher. Da verhält es sich so, dass ohne Stativ die Box bei 2340 Euro das Stück liegt und mit Stativ bei 2890 das Stück. Ganz groß noch, also die ganz große Kugel denn in diesem Rennen ist die Grand Baltic 5, liegt bei 4000 Euro das Stück ohne Fuß, ohne dieses Stativ praktisch und 4990 mit Stativ. Wie gesagt, wir hören das Ganze mit dem Pearl Sub zusammen, der für sich betrachtet bei 2.990 Euro liegt. Also es sind schon sehr amtliche Kombinationen, die wir hier jetzt heute testen wollen. Ich bin einfach gespannt, weil hier Design Klang hoffentlich trifft. Bis jetzt sind wir von Cabas noch nie enttäuscht gewesen. Also egal, was wir getestet haben, ob Pearl, Akuya, es ist völlig egal. Oder auch Menorca, wir haben ein ganzes Kinojahr auch von Cabas hier bei uns verbaut, passiv. Es ist alles wirklich klasse, es bringt Spaß zu hören und ich kann es mir hier gar nicht anders vorstellen, dass es hier genauso sein wird. Und ja, wir haben das so vorbereitet, Demi hat ein Lied ausgesucht und wir werden immer dasselbe Lied praktisch zuerst mit der IO 3 hören, dann eben mit der Grand Riga 2 und dann mit der Grand Baltic 5. In der Reihenfolge. Zwischendurch müssen wir einen Cut machen. Warum machen wir den Cut? Weil die wieder eingemessen werden muss, die App oder über die App wird der Lautsprecher wieder eingemessen. Hm? Ne, zusammen mit dem Subwoofer. Genau. Damit das immer eine stimmige Kombination ist. Richtig, ganz genau. Dafür brauchen wir ein paar Sekunden. Es dauert übrigens nicht lang. So eine Einmessung dauert ungefähr 30, 45 Sekunden. Aber da gibt es einen kleinen Break und dann machen wir das Gleiche praktisch nochmal. Ich bin auch sehr gespannt, wie groß dann jedes Mal der Unterschied ist von der IO zur Riga zur Baltic. Ob das immer so kleine Sprünge sind oder ob wir immer richtig Aha-Erlebnisse haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Theoretisch erwarten, sage ich von vornherein schon, erwarten tue ich Sprünge, also keine kleinen, sondern deutliche Sprünge, weil der Preissprung ist auch erheblich. Ja. Wir reden zwischen 2.000 und 10.000 Euro jetzt mal eben locker. Ohne wohlgemerkt den Sub. Ja. Also von da, wie gesagt. Aber wie gesagt, wir legen los. Wir fangen mit der ganz kleinen an. Mit der IO 3 fangen wir an. Dimi, was hast du ausgesucht? Wir haben einen Song für euch heute. Und der ist von Sarah Kang. Heißt Summer is Falling. Nee, Summer is for Falling in Love. Und mit dem Titel werden wir heute alle drei Lautsprecher testen. Geht los. Dann los. We could stay out late until the sun sets high.
Bevor wir jetzt die Riga hören, werden wir euch einmal zeigen, wie wir sie kalibrieren. Und das macht eben Hajo für euch, der wird das kommentieren. Also was haben wir vor? Wir wollen ja jetzt praktisch von der IO, in dem Fall jetzt mal, weil wir ja hier die Vorführung haben, wollen wir jetzt umswitchen auf die Riga. Das ist also eigentlich kein großes Problem. Wir sind ja in der App jetzt drin. Das hatte Stefan, der uns so ein bisschen beiseite steht, hier gerade auch schon alles soweit eingerichtet. Dann sind wir praktisch in der App, sind auf dem Subwoofer ja schon drauf dementsprechend. Gehen auf Einstellungen, genau, Stefan macht das mal. Stefan hat kein Mikrofon, deswegen mache ich das jetzt hier. Auf Einstellungen, gehen dann oben praktisch, ich tippe mal drauf, genau. So, gehen weiter auf den Sub, denn um den geht es jetzt gerade und dem wird ja etwas zugewiesen. Und diese Zuweisung, die seht ihr über die Deep-Funktion, genau. Ganz spannend, was hier gerade stattfindet, ist Folgendes. Vielleicht kurz einmal erklärt, ihr seht zwei rote Punkte jetzt auf der Oberfläche, auf dem Bildschirm. Und ihr seht, so stehen die bei uns auch, nämlich nicht in der Ecke und nicht frei im Raum, sondern die stehen gerade an der Wand praktisch oder zumindest dicht an der Wand dran einigermaßen. Ihr könntet aber auch, das mache ich jetzt mal, auch sagen, nee, die stehen bei mir in der Ecke. Oder ihr könntet auch sagen, nein, die stehen bei mir jetzt im Raum drin. Bei uns wiederum machen wir es jetzt so, dass sie praktisch dann dicht an der Wand stehen. Dann gehen wir weiter. Das sind ja genau die drei Lautsprecher, die wir hier im Test auch haben. Die sind dort schon eingefügt bei dem Subwoofer. Und wir wechseln jetzt rüber von der IO 2 auf die Grand Riga 2. Genau, ihr seht jetzt hier, praktisch, ich zeige mal drauf, ihr seht jetzt auch die Umstellung. Und jetzt ist eben die, ja, wie soll man das sagen, die Einstellung des Subwoofers auf die Riga abgestimmt. Ihr geht zurück, geht hier nochmal, geht nochmal drauf. Jetzt geht es um die Kalibrierung, genau, startet die Kalibrierung. Letztendlich sagt euch das System auch alles, was zu tun ist. Die dauert ca. 30, 40 Sekunden. Genau, abgeschlossen. Das war's. Jetzt seid ihr fertig mit der Kalibrierung für den Lautsprecher. In dem Fall jetzt die Grand Riga 2. Das gleiche machen wir dann, das zeigen wir euch nicht mehr, aber das machen wir natürlich dann mit der Baltic 5 genauso noch einmal. Es ist wirklich unkompliziert, es ist alles vorprogrammiert und es ist wirklich denkbar einfach, das von der einen auf die andere Box umzustellen, beziehungsweise wenn ihr so ein Set euch kauft praktisch, dass ihr sagt, okay, ich habe die Riga zu Hause und den Sub, was sollte ich noch tun, geht in die App und dann könnt ihr auch den Film auch nochmal angucken. Wir sind natürlich sowieso für euch auch erreichbar, telefonisch wie auch per Mail, aber ihr könnt das praktisch als To-Do, würde ich so sehen, es ist nicht schwer, das aufeinander einzustellen. Draw ever nearer to
Timmy, soll ich anfangen? Ja. Okay. Also wir haben ja angefangen mit der IO 3 und da fiel mir gleich am Anfang auf, die Stimme, die Frauenstimme kam unglaublich warm rüber, fand ich richtig angenehm. Es war ganz, ganz toll zu hören. Die Instrumente waren für mich verhältnismäßig mittig. Was man gleich schon gehört hat, war das koaxiale System. Ja. Ich hatte tatsächlich die Empfindung, egal wie ich sitze ja eher zur rechten Box und du eher zur linken Box hin, das war fast egal. Ja. Also die Bühne war da, ich habe es auch bewusst mal gemacht, ich habe meinen Kopf auch ein bisschen hin und her bewegt, um aus diesem vermeintlichen Dreieck wieder rauszukommen, was wir ja sonst bei normalen Lautsprechern eigentlich immer haben. Das war also, ist hier wirklich aufgehoben. Das ist für viele eine ganz optimale Geschichte, weil man sich eben nicht immer mittig irgendwo hinsetzen kann und weil auch nicht nur immer einer Musik hört, sondern durchaus ja auch mal zwei. Ja. Und beide haben aber das Empfinden, eigentlich in der Mitte zu sitzen. Also das hat die IO 3 schon mal richtig, richtig gut gemacht. Die Spielfreude habe ich mir noch aufgeschrieben, die war absolut groß. Ein Problem gab es, fand ich, also wenn man es über Problem nennen darf, da muss man mit den Einstellungen ein bisschen spielen, finde ich, und das kann man noch sehr bei den Systemen, kann man noch mit den Einstellungen spielen, und zwar als der Bass einsetzte, er war sehr kräftig, also der Bass kann auch wirklich was, das wissen wir auch natürlich von anderen Konstellationen, der kann richtig was, aber der war so, dass die Stimme etwas in den Hintergrund geriet, die war plötzlich kleiner, die Frau, alles war kleiner. Das fand ich jetzt so ein bisschen, wo man sagen würde, da müsste man eigentlich nachregulieren. Wir haben es jetzt so gelassen, wie es ist. Wir haben es neutral eingestellt. Das ist wichtig vielleicht zu erwähnen. Wir haben erstmal die Kalibrierung letztendlich gemacht. Genau. Und wir haben dann in den Einstellungen eigentlich den Hoch-Mittelton genau, quasi nach oben gesetzt, sodass die IO
und so wie bei allen anderen Lautsprechern der Hochmittelton ein bisschen hervorgehoben wird. Genau. Was euch auffällt natürlich, wenn ihr das bei euch hört, ist so eine fast ein bisschen Dröhnen. Da müsst ihr ein bisschen verzeihlich sein. Das Dröhnen ist der Raum hier. Ihr müsst euch vorstellen, das kann man natürlich argumentieren, ja, warum sucht ihr euch denn nicht einen Raum, der absolut optimiert ist? Da kann ich nur entgegenhalten, die wenigsten von euch werden einen klangoptimierten Raum haben, sondern es wird ja bei euch stehen, so wie ihr im Wohnzimmer nun mal aufgestellt sein. Manche sind puristisch, manche haben viel da drin stehen. Die einzige Bassfalle, die hier bei uns in diesem Raum ist, da sitzen wir gerade drauf, und viel mehr ist da bei einem Raum nicht. Wir haben einen Teppich hier drin, sonst haben wir also ein bisschen Vorhänge noch für Hochtonbereich, ist das noch ganz gut, für Mitteltonbereich schon eigentlich nicht mehr. Also ein bisschen was haben wir hier drin gemacht, und wenn das so ein bisschen dröhnig ist, das falsche Wort, dann ist das nicht der Sub, der dröhnt, sondern ist tatsächlich ein bisschen der Raum, der jetzt ein bisschen kräftig ist. Also da müssen wir ein bisschen mit den Einstellungen noch spielen praktisch. Ne? Ja, was hast du dazu? Da wollen wir erstmal die IO3 machen vielleicht. Für mich, also ich würde das eigentlich so ein bisschen zusammenfassen, denn ich hatte, muss ich sagen, oder mach das, überall, kann ich da auch noch was sagen. Überall einen ziemlich ähnlichen Eindruck. Also man hat schon, finde ich, gemerkt, dass es eine Familie ist. Was ich jetzt sage, gilt wirklich für alle erstmal. Es war ein sehr angenehmer, warmer Sound. Von der IO bis zur Baltic. Also da fängt die IO schon mit einem richtig, richtig guten Sound an. Ich hatte auch wie du bei allen Lautsprechern immer einen ziemlich ähnlichen Eindruck, egal ob ich mich jetzt ein bisschen weiter links oder in die Mitte bewegt habe. Das war wirklich ähnlich wie bei Kev. Also ich kenne es nur bei Kev und jetzt bei Cabas ebenso. Fand ich sehr beeindruckend. Ansonsten fand ich alle relativ ähnlich, und ich habe einen leichten Sprung von der IO zur Riga gehört, in dem Sinne, dass es etwas entspannter klang. Und dann aber wiederum einen etwas größeren Sprung zur Baltic. Also da fand ich das schon enorm. Die war deutlich entspannter, größer vom Sound her. Höher hatte ich auch irgendwie das Gefühl. Also es hat mich schon mehr umgeben als bei den anderen Speakern. Grundsätzlich, das mit dem Bass, was du auch sagtest, habe ich auch bei allen dreien Lautsprechern, das war mir ein bisschen zu viel. Also ich hätte tatsächlich jetzt noch mit den Einstellungen des Subwoofers noch ein bisschen gespielt. Würde ich auch definitiv euch empfehlen. Kann man auch machen. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Ein bisschen rumspielen, dass man den noch ein bisschen runterregelt, einfach dem Raum ein bisschen anpasst. Denn in jedem Raum wird es sicherlich auch unterschiedlich sein. Und in dem Raum muss man hier auch sagen, wie Hajo gesagt hat, der ist nicht der optimalste Raum, aber wir haben hier nicht alle Räume perfekt optimiert. Ganz genau aus dem Grund, wie du auch schon gesagt hast, wir haben zu Hause nicht alle den perfekten Raum. Und nicht jeder ist bereit, eben sich Bassfallen aufzustellen. Definitiv. Wir haben ja auch sicherlich noch den Ehepartner oder die Freundin im Haus, die da auch nochmal dazu beitragen muss. Und oft ist es nicht möglich, sowas aufzustellen. Mhm. Auch nochmal von meiner Seite, weil du jetzt ja schon so ein bisschen allgemein das gesagt hast. Ne? Also ich hatte das Empfinden auch. Also bei der Riga war es bei mir zum Beispiel so, dass die Background-Sänger oder Sängerinnen für mich deutlicher zu hören waren tatsächlich. Ja. Was ich feststellte, ist, dass die Gitarre viel mehr Körper bekam. Mhm. Das ist ja ganz am Anfang. War bei der IO ganz toll, bis die Riga kam, bis die Baltic kam. Und die Gitarre wuchs und wuchs. Wurde jetzt keine, ich weiß nicht, wie die heißt, Balalaika. Es ist keine riesige Gitarre geworden, aber sie wurde immer kräftiger im Sound, und das liegt daran, dass sie einfach mehr Körper bekam. Das fand ich ganz spannend. Die Stimme übrigens bei der Baltic, also bei der Grand Baltic 5, war unglaublich akzentuiert. Das heißt, sie war immer ganz toll und ganz warm, aber diese Laute, die wir alle so, nachdem wir ein Wort gesprochen haben, das letzte, so manchmal so ein Zischeln oder wie auch immer, das kam da richtig gut rüber. Also da merkt man ganz klar, das ist ein größerer Korpus, aus dem heraus die Musik entstehen kann. Es ist übrigens ein Drei-Wege-Koaxialsystem, stimmt nicht ganz, aber den Sinn nach ist es das. Es ist also praktisch alles in einem. Wie soll ich sagen, ihr habt also den Tiefton, den Mittelton, den Koaxial, also dann dementsprechend den Hochton, alles praktisch koaxial ineinander. Das ist ganz, ganz spannend. Da kannst du nochmal, bitte Lukas, machst du auch bestimmt nochmal ein Foto von, das nochmal zu zeigen. Das sind ganz spannende Systeme, muss man wirklich sagen. Das ist eine Punktschallquelle. Gilt auch für die Riga, gilt nahezu zumindest für die IO, nicht ganz so stimmt es eigentlich nicht. Aber letztendlich ist es eigentlich so ähnlich geartet wie bei den größeren Schwestern. Die Kugel, kann man den Schwestern sagen. Ne? Genau. Und wie auch immer. Also es war auf jeden Fall klasse, entschuldige nur den Gedanken noch, den einen Satz. Es war deutlich zu hören, von der kleinen zur großen, dass es einfach viel mehr Musik gibt. Und vielleicht noch kurz zu erwähnen, die Übergabefrequenz ist eben auch
unterschiedlich. Ihr müsst euch vorstellen, die kleine geht eben nur bis, korrigier mich Stefan, 135 Hertz ist die Übergabefrequenz. Bei der Riga sind es schon nur noch 95 und bei der Baltic sind es dann auch nur noch 65. Das heißt, der Bass wird immer weniger zu tun bekommen und deswegen ist das gesamte Bild für meinen Geschmack auch immer entspannter und entspannter und entspannter geworden. So bei der Musik hören. Was mir auch aufgefallen ist, bei der Baltic, vielleicht ist das auch ein Argument, das ist ja eine Drei-Wege-Box in dem Sinne und die anderen beiden sind eine Zwei-Wege-Box. Und vielleicht, ich hatte ja auch gesagt, dass für mich das ein kleiner Sprung war, also der war da, aber ein kleiner Sprung von der IO zu Riga und die Baltic war dann irgendwie doch schon viel, viel besser. Und vielleicht ist das auch ein Argument, warum. Und insgesamt, was die technischen Daten vielleicht betrifft, würde ich euch nochmal empfehlen, unser Video anzuschauen. Das verlinken wir an der Stelle auch nochmal. Denn da haben damals Max und Stefan nochmal ein bisschen was über die technischen Daten erzählt. Mhm. Was ich auch sehr spannend finde, ist eigentlich insgesamt das Setup und der Pearl Sub eben. Was vielleicht einige von euch nicht wissen, ich weiß nicht, inwiefern ihr euch damit beschäftigt habt. Wir haben sicherlich, habt ihr gesehen, keinen Verstärker hier, keinen herkömmlichen. Denn der Subwoofer ist gleichzeitig der Verstärker, auch für die Lautsprecher. Ne? Die Lautsprecher schließen wir an den Sub an, der ist gleichzeitig Streamer, Subwoofer, Verstärker, alles in einem. Finde ich ein ziemlich stimmiges, cooles Konzept. Von der Leistung her, also Musikbelastbarkeit, also sagen wir mal Spitzenbelastbarkeit, immerhin 2x600 Watt. Dauerbelastbarkeit, also wohlgemerkt für die passiven Lautsprecher, 2x300 Watt. Das ist die Dauerbelastbarkeit. Das ist schon Bolide. Ja. Also wir können mal beispielhaft jetzt mal ein Yamaha dagegen halten, was also rein vom Gewicht her betrachtet schon Bolide ist. Der kommt an diese Leistung noch nicht mal ran. Ob man sie braucht, sei dahingestellt. Aber Reserven sind da ohne Ende. Wenn das jetzt meine Hauptanlage im Wohnzimmer wäre, kann ich auch problemlos noch Multiroom machen. Ich könnte jetzt noch einen Cabas Akoya nehmen für einen anderen Raum. Ja. Und mit der Cabas Stream App zwischen den Räumen hin und her schalten, sie gruppieren, Lautstärke unabhängig voneinander regeln. Ähnlich wie man es leicht, ich muss jetzt Sonos erwähnen, weil die einfach Vorreiter in der Bedienung sind. Aber ich finde Cabas, die App, die ist... so ziemlich, also die ist anders aufgebaut, aber genauso logisch und einige Features sogar meiner Meinung nach besser. Und es ist erwachsenes HiFi, ne? Ja. Also nichts gegen Sonos jetzt mal, um Gottes Willen, dafür gibt es viele von euch Handsonos. Klanglich absolut nicht zu vergleichen. Ne? Aber kann man es nicht mehr vergleichen. Nein, es geht um die Bedienung. Ist klar, aber das hat Cabas für mich sogar noch besser inzwischen gemacht. Mhm. Das war ein cooles Test. Ja, finde ich auch. Test, vor allem, wie gesagt, was mich nochmal, ich muss es noch einmal erwähnen, es ist die Optik. Also die Optik ist ein Kracher. Das wird eine Optik sein, wo manche von euch werden sagen, um Gottes Willen, das kommt mir nie ins Haus. Andere werden sagen, das ist so unglaublich toll. Sieht richtig gut aus, nur das will ich haben. Finde ich persönlich immer ganz spannend, wenn wir mal abgehen von den typischen Lautsprechern, die wir natürlich euch auch immer wieder vorführen werden. Die sind nun mal da und das sind auch schöne Sachen, sicherlich. Das hier ist was Besonderes. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Das hat ja Cabas damals schon mit der Pearl eben, als sie damit auf den Markt kam, fanden wir es auch unglaublich toll, haben sie sofort aufgenommen, die Box, dann kam die Akuya dazu als kleine Kugel, auch Weltklasse, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt die Kugeln hier als passive Variante nochmal. Ich persönlich finde das Design richtig, richtig gut. Das ist mein Geschmack nun mal. Und sowas sieht einfach mal zu Hause anders aus und klingt dazu auch noch hervorragend. Das ziehen sie ja auch durch alle Serien durch. Ja. Ne? Also wenn wir jetzt die aktiven Cabas, Akuya und Pearl nehmen, dann ist das ähnliches Design. Klar. Wenn wir die ganz große La Sphere nehmen, das ist zwar auch wieder anders, aber in der Mitte trotzdem diese Kugel. Total cool. Finde ich auch. Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Wir hoffen, dass es euch das gefallen hat und wir hoffen, dass ihr, wie gesagt, Spaß daran hattet, auch an der Musik. Wir haben nur einen Titel ausgewählt, sonst wäre das Video auch zu lang. Aber wie gesagt, lasst ein Like da oder lasst auch ein Abo da, das freut uns natürlich ganz besonders. Und uns bleibt eigentlich nur zu sagen, bis bald. Ne? Bis bald. Ciao.